Schwab, der Schweizer Wochenrückblick. Heute gegraben. Bäuerin zieht Graben und Zigeunerlager. Begraben. Bischof Haas baut sein Mausoleum. Begnadigt. Blattmanns strategischer Rückzug. Die Bewegung der Fahrenden ist in Birmensdorf zu einem abrupten Stopp gekommen. Eine Bäuerin hat nämlich einen Graben gepflügt, um die Roma nicht auf ihr Feld zu lassen. Jetzt überlegt man sich, künftig ein Gehege um Roma-Lager zu ziehen. Darf man Sinti wie wilde Tiere behandeln? Ein Fall für den Tierschutz. Sie haben Bedürfnisse von Wildtieren. Das ist ihnen nicht abgezüchtet worden. Die haben immer noch die genetische Veranlagung, die Motivation, sich wie Wildtier zu verhalten. Fachleute für die Haltung von freilebenden Zigeunern finden, diese hätten genügend Auslauf. Diese Anlage ist größer, als es im Moment die Mindestanforderungen der Schweiz verlangt. Die Gruppe wird in mehrere Untergruppen separiert gehalten. Das heisst, dass jeder mehrere Stunden auch einfach im Transportwagen verbringt. Ich lese aus den Karten. Ich wusste es. Der Bauer. Die Bauern werden sich bei uns entschuldigen. Und Guy Parmalin wird ein Stück Land persönlich an uns überschreiben. Entschuldigen muss sich auch Armeechef Blattmann bei Rundschau-Redaktor Protz. Blattmann habe ihn als Muskelprotz bezeichnet. Dabei geht es diesem vor allem darum, dass man ihn mit Herr anspricht. Der Herr Sandro Protz von der Rundschau. Das Schweizer Fernsehen verlangte eine Entschuldigung. Der Armeechef war von diesem Angriff über die Flanke überrascht. Was mache ich jetzt? Er machte das, was Armeechefs am besten können, einen Schlachtplan. Das heisst, wie gehe ich systematisch an eine Problemstellung an? Ich lese für Blattmann die Karten. Oha, ich wusste es. Generalstabskarte. Ihm steht große militärische Niederlage bevor, Blattmanns Waterloo. Blattmann entschloss sich, den Feind frontal zu bekämpfen. Ich fange eben mit der Problemerfassung an, mache eine Beurteilung von der Lage, tue dann einen Schluss fassen, tue dann befehlen und am Schluss schaue, ist es so richtig und wenn es nicht ganz richtig ist, dann korrigiere ich wieder. Und plus zwei heisst, ich mache immer einen Zeitplan und ich schaue, ich brauche Sofortmaßnahmen, dass ich gute Voraussetzungen kann schaffen. Als Sofortmaßnahme schoss Blattmann eine Nebelbetade. Er entschuldigte sich, hielt aber gleichzeitig an seinen Aussagen fest. Wir tun aber glaub, gut daran, wenn wir bereit sind für alle Fälle. Das ist ja nicht zwingend ein Krieg. Ja. Stimmt auch. Der Armeechef will den Verräter in seinen Reihen weiterhin degradieren und wenn möglich auch füsilieren. Konflikt, die sind noch vor einem guten Jahr weiter weg, sie kommen immer näher. Jetzt hoffen wir, es kommt nicht ganz zu uns. Ueli Maurer will der Schweiz ein Fitnessprogramm verordnen. Die Gesellschaft wird ihm zu dick. Der Bund legt etwas Speckseiten an. Und das zu schrumpfen ist ja auch eine Gesundschrumpfung. Jeder weiß, wenn ich zu viel Fett habe, brauche ich eine Fitnesskur. Maurer will der Bevölkerung moderne Fitnessgeräte zur Verfügung stellen, um das Schweizer BIP zu senken, das Body Index Prozent. Wir haben 0,5 des BIPs dieses Jahr, letztes Jahr übertroffen. Das Parlament schlägt auf 0,4 vor. Wahrscheinlich liegen wir dann in der Mitte. Maurer will, dass die Schweizer ihr Gewicht unbedingt halten. Wenn wir nichts machen, werden wir das Niveau nicht halten. Auch Wolfgang Haas wird Niveaulosigkeit vorgeworfen. Der Bischof plant ein Grabmal für 130.000 Franken in Vaduz. Für die Vaduzer ist das der blanke Horror. Heute musst du dich selbst verwirklichen, dann bist du wer. Das ist die höchste Instanz der katholischen Kirche. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Wenn wir einen solchen Schrein in unserer Mitte haben und in ihm eben Gebeine, wenn wir eben unsere eigenen Pläne und Vorstellungen durchsetzen, das ist die Botschaft, die ausgeht, auch von jenen heiligen Überresten.